Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge World of Final Fantasy. Wir sind im letzten Part in dem Kristallturm angekommen und ja. Wir haben hier ein neues Mirage gefangen, den Pegasus, beispielsweise das Einhorn, die Lichtversion von unserem Höllenross. Mal schauen. Die Stirn dieses legendären Geschöpfes wird von einem einzelnen Horn geziert. Dieses ist natürlich im Kampf besonders nützlich, kann aber auch im Alltag zum Beispiel prima als Hutständer verwendet werden. Natürlich nennen wir es Pegasus. Ganz klar. Und es hat eine Entwicklung. Jetzt bin ich mir am Überlegen, es mitzunehmen. Allerdings für was? Hm. Ist jetzt eine gute Frage, ne? Eigentlich würde ich ja Illuminati zu Hause lassen, aber wenn wir es noch brauchen, na? Wäre es scheiße, es zu Hause zu lassen. Das wird der Illuminati-Teil. So. Sieht man schon, ob man eine Digitation sieht oder so? Oder weiß welchem Level? Nee. Zu Höllenross. Okay. Nicht mal schlecht. So kann es laufen, Freunde. Im letzten Part sind wir hier angekommen, wie gesagt. Und ja, ich glaube, heute werden wir ihn besteigen, den guten Kristallturm. Ein Mega-Phönix. Oh Mann. I won't hold back. Right. Interessant. Danke fürs Leben. Nice. Well, that ought to do it. Hm. Jetzt bin ich gespannt. I hear you. I'm about ready to. Hey, wait, you're not even walking. Sis? Huh? Rain? Is something wrong? No trivia, so I guess that means she isn't upset at me. Hello? Rain? What's up? That's what I want to know. What's the deal? It's hard to explain. I guess I sort of get the feeling I've been here before. Well, it does look like Ninewood Hills. It might be deja vu! The day of Javu? Is that like doomsday? Bow before the mighty Javu, humans! We'll just pretend he's not the here. Rain, do you the want to take a break? I don't the mind. Oh, no, I'll be fine. Thanks, Tama. Let's keep moving. Hm, du warst das schon mal hier. Das warst du sicherlich auch schon. Könnte ich sogar fast wetten. Gut. Ich werde darüber, muss ich fliegen. This is it.
Warum greifst du sie an, wie auch immer? Oh Mann. So. That wasn't so bad. Es tut mir leid, wenn ich teilweise ein bisschen, wie soll ich sagen, depressiv oder ungelaunt daherkomme, aber wenn man Zahnschmerzen hat, wie ich zurzeit, dann ist man nicht wirklich freudig gestimmt. Aber meine Laune zum Let's Playen hat sich nach wie vor nicht vermindert. Definitiv nicht. Und keine Sorge, ich gehe ja zum Zahnarzt, aber es kommt auch vom Zahnarzt. Der hat eine Spritze gemacht und irgendwie hat sich das entzündet und keine Ahnung. Jetzt bin ich natürlich voll im Arsch gerade. Schmerzempfindungstechnisch. Und das ist gar nicht geil. So. Was hast du da gemacht? Meine Fresse. No trouble at all. Sah nach Heilung aus, aber irgendwie ist nichts passiert. Klar, er hat ein volles Life, aber trotzdem. Drei Balancehalter. Die ich ausgegeben habe, habe ich direkt wieder eingenommen. Auch okay. Oh man. Und unser Pegasus wird immer stärker. Sehr schön. Ich hoffe, sie bekommen hier ihre Erinnerung zurück. Ultimativ geil. I guess. So läuft es. Hä? Ich habe das Falsche nach Hause geschickt, ich Depp. Ich Depp hab... Nee. Ich hab Blitz behämmert. Oh Mann. Und ich hab kein Seraphon. Oh Gott. I'm sick and tired of this place. Ja, ich auch nicht. You're not allowed to be sick and tired. Ich weiß, Rain, das musst du mir auch nicht sagen, dass mich keiner danach fragt. You're gonna have to stick it out, Lon. Okay, then I'm just sticky.
If you're sticky, then would you glue your mouth shut? Permanently? Nein, kann ich nicht. Oh Gott, hört auf mit euren Scheißen. Was bist denn du? So. What the fuck is going on here? Bin ich ready for that? Ich weiß es nicht. Dankeschön. Hat endlich geklappt. Genau deswegen wollte ich eigentlich Haus wechseln. So. Dann machen wir jetzt das gleiche in grün. Oh man. Ein bisschen auffüllen ist auch nicht schlecht. Oh, wurdest du gecountert? Oh. That wasn't so bad. Kacke war. Dann gibt es ja nur den roten Kristall. Eigentlich sollte ich ja den einen kennen. Das ist der Gedankenschinder. Und Momenti. Blitz minus 50.
wunderbar. Well, that ought to do it. So. Jetzt gucken wir mal, wie viele Punkte wir hier noch verteilen können. Na wunderbar. So. Geil. Ich liebe es. Nihil. Magieangriff. Stärke. TP. Abwehr. Heilendes Horn, Einhorn Prisma, dann noch 3 Punkte. So, ja, sieht doch schon wunderbar aus, das Ganze. Wie sieht die Illuminati aus? So. Voila. Voll ausgetuned. Donnerhorn, mir fehlt noch ein Level. Ja, warum nicht? Passt. Wobei. Wieder erwachen. Das kann ich ja mal gucken bei Fertigkeiten. Naja, nee. Hat's nicht. Jetzt bitte kein Bossfight. Nochmal so ein Speicherpoint wäre unglaublich geil. Oh Mann. Ja moin. Unglaublich easy Gegner. Ja moin.
Das wird nicht, Alter, das wird nicht das letzte Mirage sein, das wir gerade bekämpft haben. Ja, ja, we got this. Mit zwei Blitzfertigkeiten könnt ihr uns nichts anhaben hier. Nicht im geringsten. Ooh, indeed. Why are you talking in the third person? Weiß ich auch nicht, warum die das macht. Oh Mann. Einfach verdiente XP. We must be getting near the top. This place feels less the welcoming the further we climb. The mirages are getting stronger as we go too. Ist doch richtig so. Yeah. Stay on your toes. Use a teleport stone if you need to turn the back, and you can access the prism case via the seraphone. Wir haben kein Seraphon. Schon mal erwähnt. Ein Blitzmaganiten und ein Eismaganiten. Ja, ja. Here we go! Yeah. Dreifach. Blitzschwäche. Aber wir haben es hingedeichselt gekriegt. Ja, sieht schon nicht einladend aus, aber immer noch irgendwie schön. An manchen Stellen. Ich dachte, sie werden stärker und nicht schwächer. Oh Mann. Erdresistenz von... Oder... Ich habe doch keine Erdresistenz da. Jetzt darf ich alles nochmal zurück, weil ich keine Erdresistenz dabei habe. Ernst?
Wie dreckig die sind. Wie fucking dreckig die sind. Ja moin, nochmal alles von vorne. So, zuallererst nehme ich jetzt den mit, den ich vorhin mal wollte. Aber nicht für Illuminati, sondern für... Ja, Behemoth kann ich jetzt sowieso nicht irgendwie... Hat der Erdresistenz. Erdresistenz ist ein Witz. Das Ding hat 50. Wisst ihr was? Eins. Zwei. So. Pegasus wird jetzt sowieso nicht zum Zug kommen, deswegen Blitzbehemoth weg. Wo ist mein Ding? Hier. Belial. Aber ich muss jetzt noch was gucken. Oh Gott, nee, oder? Ich möchte doch ganz einfach nur gucken, ob das Ding eine Entwicklung hat. Also doch, es hat ja eine, aber ob man es schon sehen kann. Reiche Stufe 43. Ja, moin. Ich glaube aber, ich muss nirgends mehr hinfliegen, kann das sein? Und falls doch, werde ich jetzt trotzdem das Ding eintauschen. So. Jetzt ist der wieder da. Machen wir es wie EMD. Ja, jetzt habe ich dafür Vita. Das ist auch unglaublich gut. Ach, resistent. Oh Gott, bin ich dumm.
Nee! Mann, bin ich dumm. Mann, bin ich dumm. Was machen wir jetzt? So, wieder halb voll. Sie killen sich jetzt selbst, oder wie? Sehr gut. So, jetzt benutze ich das zum Aufbauen meiner AP. Dass sie sich selbst töten, in diesem Sinne. Oh Gott. Gut, machen wir das so. Kannst mich mal. Kriegst mich nicht down. So. No trouble at all. Yo, no trouble at all. Ach, ich liebe es. Oh Gott. Nicht noch einer. Ich krieg zu viel. Also jetzt habe ich 100% Erdresistenz. Wenn das nicht reicht, fresse ich einen verfickten Besen mit samtem Ständer. Ohne Spaß. Oh Gott. Nein, falsch. So. Was ist falsch an der Berechnung? Es würde schon gehen, aber etwas an der Berechnung ist falsch. Ich brauche noch ein M oder so. Ein L haben wir. Oder? Ja. Das Ding hat 75 Erdresistenz oder so. Damit haben wir über 100. Wenn die zwei Kollegen nicht reichen, dann weiß ich auch nicht weiter. Oh Gott, davor fliehe ich. Die geben nicht mal XP. Klar, die wird ein bisschen Kohle geben, aber da scheiße ich auch gepflegt drauf.
So, und was kriegen wir hier? Nochmal dieselben Strunzis. Na komm, ich möchte hoch. Nein, ich müsste jedes Mirage, was ankommt hier, wie das hier, filetieren. Immerhin werden noch ein paar Mirage hochgetunt. Sorry, my boy. Ich muss mal da durch. Ich habe keine Zeit für solche Späße. Und was kommt jetzt? Nee. Sehe ich nicht ein. Wir haben genug Zeit vertrödelt. Ich kämpfe gerne gegen alles und jeden, aber nicht, wenn ich schon mal alles abgegangen bin. Endlich, wir sind da. Direkt speichern. Da lang. Ach so. Ja moin. Das habe ich nicht gesehen. Oh my goodness. Fuck you, my boy. Das hätte ich mir ja unglaublich viel Weg ersparen können. Oh my goodness. Ja, wenn man es nicht weiß, Mann. Meine Fresse, man kann ja... Ja, Mann, nee, oder? Noch unterschiedlichere Dinge da reinknallen. Oh, Mann. Ja, jetzt muss ich den Weg nie mehr machen. Gegen die kämpfe ich sogar wieder. Minitaurus. So.
Na bitte. Victory! Ja, mein Viech ist jetzt etwas schwächer, weil natürlich eigentlich alles auf Magie ausgelegt ist. Und Bem, also Ding. Belial ist ein physischer oder taktischer Angreifer. Ja, moin, ohne das würde ich gar nicht weiterkommen. Oh Mann, zum Glück habe ich es nicht zu Hause gelassen. Klar, wir wären jetzt unglaublich schnell dort, aber dennoch wäre kacke gewesen. Ja. Hoho. Nice. Predictable. Oh Gott, ich krieg zu viel. Do this. Nee, gegen die beiden kann ich so nicht. Ja, noch bevor ein Mirage kommt, durchlaufen können. Ja. Jetzt hat 300 Schaden weniger. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen schwächer als der Rest. Ich müsste Belial auch auf etwa 50 knallen, dann wäre ich jetzt auf dem Niveau von Frosty. Na? Jetzt bin ich gespannt. Was passiert, wenn wir das Ding hinklatschen? Let's make. Wenn nochmal ein Speicherkristall kommt, warum nicht? Dann werde ich ein bisschen trainieren, aber ansonsten. Nope. Ich habe nicht umsonst von no. Right. Gespeichert. Thank you.
Hallo. Einfach durch. Oh Mann. Yeah. Wie gesagt, die leicht verdientesten EP ever. Dann wird sicher das aktiviert, ne? Dein Ernst? Ich hab's geschafft. Ich dachte gerade... Ich hab gerade nämlich den Feld des Jahrtausends begangen. Dankeschön, ich komme nach Hause. Ich komm wieder runter. So. Ich komme wieder runter. Hä? Nee, oder? Ich habe noch keinen Shortcut frei gemacht. Wozu habe ich dann Trickclop und Stinky dabei? Oh Gott. So. Ich muss glaube 43 sein. Oh nee, wieder so ein Behemoth gespannt. WTF. Warum so stark? Zu 100% resisted oder wie? Aber zu 50%, okay.
Endlich, jetzt können wir es uns gut gehen lassen. So. No trouble at all. Victory! Das wird mir jetzt noch was, Also zurückgehe ich erst, wenn ich den nächsten Kristall habe, um nach oben zu kommen. Alles andere wäre mehr als fail. Dann darf ich irgendwie 90% des Turms nochmal machen. Weil ich bis jetzt die zweite Hälfte. Oh Mann. Where are we now? Wherever it is, it's the crawling with powerful mirages. I can feel it too. Let's be careful. Kommen hier starke Mirage? Ich meine auch hier. Oh. Oh. Oh my goodness. Ja, Mann. Ja, Mann. Ist mir echt egal, wenn ich jetzt den einen Behemoth unten nochmal klatschen muss. Du kommst mir eh immer wieder in die Quere, von daher. Mit deinem Brüderchen. Seid ihr die Winchesters? Ihr habt euch ganz schön verändert. Hä? So, jetzt seid ihr beide am Pennen. Also er vergiftet sein. Das ist die Frage. Ist klar. Ich sauge mir selbst Leben ab. Zum Glück bin ich schnell wieder voll. Na bitte.
Und wo führt uns das hin? Ja, moin, hallo, Kollege. Haben wir Gegenstände? So. Keine Ahnung, ob wir das schaffen, aber wir haben oben gespeichert. Mehr kann uns nicht passieren. Also, hallo du. Gut, es ist ein Nerdemonster, wie es auch steht, und hat Windschwäche und Schattenschwäche. Land ein Volltreffer, ein Titanfimmer. Okay. Was ist das? Ein XL-Monster? Nein, L. Interessant. Schon mal was von dem gehört? Funktioniert nicht. Hat der irgendwie alles resistent? Nein. Gut. Aber 200er Resistenz. Tod und... Was ist das? Zeit? Keine Ahnung. Klar, der macht mir deinen mit 3K. Ich brauche doch nur einen einzigen Crit, Mann. Dann wäre alles gegessen. Oh Mann. Ein Crit. Es ist zu viel verlangt. Scheinbar ja. Gibt's irgendein Item, was mich critten lässt?
Nee, gibt's nicht. Also war da im Text. So, und jetzt? Geht das Spiel so weiter, oder wie? Boah, geht der mir auf den Sack. Boah, geht der tut mir auf den Sack. Ich kann nicht critten. Warum auch immer. Ja, Mann, endlich. Geht doch, scheiß Titan, Mann. Boah, geht der mir auf den Senkel, ey. Sonst will ich schauen, ob der wirklich die Ding noch so hat, wie es sein soll. Was wird zum anderen Kollegen? Ja moin, hallo. Ja, seht ihr, ist nur für den Bossfight so gewesen. Ist klar.
Alter, ein Mirage, die aus Fels besteht und mit ihren mächtigen Fäusten ganz Berge zerstören kann. Der Titan wurde bisher übrigens immer nur oben ohne gesehen. Okay. Ja, aber Titan passt wie die Faust aufs Auge, sorry. Mitnehmen. Für Stinky. Oder besser gesagt für Triklop. Ja, Mann, endlich, Freunde. Wir haben mal ein richtig geiles. Du hast die Erinnerung Titan erhalten. War also auch mal eins von unseren Mirage. Okay. Das wird nochmal eine Trainingssession geben, weil ich möchte gerne dem seine Weiterentwicklung haben. Marduin. Erhalte. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich nach dem Arc, aber ich möchte den schon ausbauen, soweit wie möglich. Geostoßwerk eigentlich. Schutzkraft hoch, okay. Oh, geil. Oh, mein Goodness, das wird ein übelst brachialer Dude. Holy fucking Macaroni. So, ihr könnt euch im nächsten Part auf was einstellen, weil ich werde den Dude auf jeden Fall trainieren. Und ich werde noch die anderen trainieren, das heißt Behemoth, also den Elektro-Behemoth und so. Ich muss gar nicht, ich kann einfach hier hin. Und dann einmal zurück und dann kann ich gegen die alle antreten. So. So. Elektro-Behemoth, falls nötig, dabei. Ja, Mann. Ich brauche der, also den Kollegen brauche ich nicht mehr. Ich kann jetzt einfach Shiva wieder mitnehmen. Und Frost, ich weiß gar nicht, ich konnte den bis zum Ende eigentlich nie mehr spielen. Keine Ahnung warum. Wenn es einer weiß, kann er mir es direkt in die Kommentare reinhauen, deswegen. Also, ich konnte ihn schon spielen, aber halt nicht mit seinem Weiterentwicklungskack. So. Mirabord. Nee, ich kann da noch nichts machen. Leider, leider. Aber die zwei kann ich trainieren. Definitiv, ich kann den trainieren, ich kann den trainieren und den auf 43 machen. Und dann habe ich ja 3L oder 4L Monster. Ja gut, der ja nicht, das ist ein M. Ja, passt auf jeden Fall. Puh, das wird übelst geil. Wir haben ja noch was gesagt. Hier, schwere. Oh. Na gut, dann musst du noch ein bisschen warten. Schwere Magie kommt erst besser. So. Nice. Außer ich finde noch einen besseren. Das wäre natürlich die andere Variante, aber ich glaube schon fast nicht.
Quacko, der kann sich schon digitieren, kann man sagen. Dem habe ich auch schon seine Weiterentwicklung prinzipiell gegeben. Von dem kenne ich halt einfach alles. Ja, moin. Freilassen meinte ich. Yes. Brauche ich nicht doppelt oder so. Minitaura, die habe ich noch nicht. Weil von dem gibt es auch noch eine Weiterentwicklung. So. Und dann Ifrit. Voilà. Und Gegenstände, nee. Ich glaube, so habe ich alles. Behemoth. Also Belfemon. Sieht auch aus wie Belfemon fast, also fehlt nicht mehr viel für Stärke plus. Dann habe ich hier vielleicht noch was. Schwerer Konter. Passt. Wunderbar. Was ist, kann ich einfach so machen? Okay, interessant. Ja, gut. Ich bedanke mich, wie gesagt, herzlich fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann wieder heißt World of Final Fantasy. Ich hoffe, ihr seid auch mit am Start dann. Hier fehlt mir sicherlich noch was, ne? Um dem so auszurüsten. Schlaf. Ja, ne? Was absorbiert ein Teil des ausgeteilten Schadens normaler Angriffe als TP? Ja, gut. Das nenne ich übertrieben. Aber gut, ich feier's. Ich liebe den Typen. Der wird auch später mal bei mir im L landen, wenn ich den mal weiterentwickle. Aber es geht noch eine Weile. Und bei dir wollte ich noch kurz nachgucken, ob man das schon sieht, auf welchem Level, oder ob man das denn überhaupt kann. Nein, aber ich kann dich auf, bis jetzt einfach mal schön upgraden, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann wieder umtauschen. Vielen Dank fürs Zugucken. Tödelü.